wir hatten diese Musik kennengelernt und es war irgendwie eigentlich so, als würde man immer weiter das bis ans Limit treiben, so was denn da so noch geht. Angefangen mit dem Commodore 16 eigentlich versucht, Musik zu machen. Und dann kam der C64, da ging schon so ein bisschen mehr. Und dann relativ fix hatte ich dann auch zu Weihnachten Amiga 500 bekommen. Und hatte irgendwie auch eine ganze Weile Musik eigentlich aus Videospielen rausgeholt. Die Musik hat mich auf jeden Fall in irgendeiner Form ziemlich geprägt. Für mich war das so 92 der Einstieg. Da gab es noch so zwei DJs, also DJ Bleed und Triple R, die hatten Cosmic Orgasm Parties gemacht. Und das waren eigentlich so mit die ersten oder die einzigen Partys oder eine der wenigen Partyreihen in Köln, wo man wirklich so Acid, verschiedene Techno, US-Techno-Sachen, Breakbeat und so einfach verbunden hat. Und da haben wir dann gespielt und dann kam sofort eigentlich das Angebot, eine Platte zu machen und dann ging das irgendwie so alles in einem Rutsch so durch. Also bis ich dann eines Morgens in Berlin aufgewacht bin. Und also es war eine sehr revolutionäre Zeit. Ich hatte mir überlegt, gut, also wenn ich jetzt die Schule zu Ende mache, dann verpasse ich da halt auch total viel. Und habe mich dann entschlossen, die Musik zu machen. Es war so eine ganz eigene Gruppe von Leuten, die sowas hatte ich vorher noch nicht getroffen. So eine Leute wie Mike Inc. Keine Ahnung, so eine Überschreitung hatten zwischen so einem relativ deutschen Künstler zu. Also ich meine, ich kannte das ja alles nicht. Das war irgendwie für mich, ich war da 15, 16. Und Ingmar Koch sah aus wie so eine Mischung zwischen totalem Hippie und Death Metal. Aber von der Statur her hätte er auch irgendwie eigentlich so Gangster-Rapper sein können oder so. Und Jamin Unit oder diese ganzen Leute. Also gerade auch in Köln, wo was jetzt irgendwie eigentlich so eher bekannt ist für so schick machen auf den Ringen oder sowas. Und es war echt irgendwie eine Erweiterung meines Horizonts. Und vor allen Dingen dann auch diese Partys an sich, da ging halt alles und die Leute waren eine Art von Familie und ich fand es einfach super schön. Es war jeden Tag wie Weihnachten eigentlich. Auch selbst diese total derben schnellen Hardcore-Gabba-Sachen und so, da ging es irgendwie bei uns eigentlich immer eher um den Spaß an der Sache und nicht um irgendwelche Hooligan-Fußball-Blödsinn, Redneck-Auswüchse. Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit Alec Empire? Oh ja, da erinnere ich mich total gut. Also, nee, das war im Underground in Köln und es war total nett. Also so, das war halt einfach eine total nette Crew. Also so, das war mit Wiener dabei und Karl Craig und verschiedenen anderen Kölnern. Und das war die Bass-Terror-Crew, die hat da gespielt. Und auch mit Karl Craig dazu, das war halt ein absoluter Wahnsinn, irgendwie das in der Kombination. Und vor allen Dingen hat man zu der Zeit, kannte man halt auch diese verzerrten Breakbeats in der Form nicht. Also Alec hatte ja da irgendwie auch auf Forcing und Ride Beats schon eine ganze Menge Sachen gemacht. Ja, also ich habe dann Gina getroffen und also Gina Dorio, die auch bekannt ist von Cobra Killer, mit der ich auch die Band hatte, Ikater. Ah, ist klar. Wart ihr mal zusammen? Wir waren mal zusammen. Ja, genau. Darauf wollte ich gerade zurück. Also wir haben uns halt getroffen und dann hatte ich einen Auftritt im Eimer. Und dann ging das alles ganz schnell und dann dachte ich irgendwie, okay, ich ziehe jetzt einfach auch nach Berlin. Und es war eigentlich so, immer wieder, wenn ich zurückkomme nach Berlin, denke ich, das war echt eine richtig gute Entscheidung. Also 95 bin ich nach Berlin gekommen und hatten im Laufe dieser paar Monate eigentlich dann auch gleich das Ikater-Album fertig gemacht. Und dann ging es auf Tour in Deutschland, dann nach Amerika, dann kam irgendwie so ein Angebot mit Prodigy in Japan zu spielen. Dann kam das Angebot von den Beastie Boys, von uns was rauszubringen.
Und dann, keine Ahnung, war man halt plötzlich in New York, hatte irgendwie mit Mike D irgendwie Platten gekauft und davon meinte dann irgendwie We Are Pissed und so, ist ja echt ein geiler Song. Dann waren 2000 auch schon rum, dann fing es auch schon an mit Puppet Masters und es gab so verschiedene andere Kollaborationen, ja. Auch mit Gonzales. Ja, mit Gonzales, ja wohl auch. Genau, und die kamen dann halt auch teilweise in England raus unter dem Namen Jufunk. Also auch der Entstehungsprozess war halt total lustig. Vor allen Dingen irgendwie mit diesen monophonen Moog-Synths. Weil hier Gonzo hatte das auch total, eigentlich total verheimlicht, dass er so ein Pianist ist. Und wir saßen dann halt im Studio und haben halt nur diese Basslines gemacht. Und das hat uns irgendwie so ein bisschen an so G-Funk-Sachen teilweise erinnert. Aber irgendwie es hat halt immer zwei Basslines übereinander gerade. Und dann kam er halt mit dieser Jufunk-Idee. Und dann hat sich in Berlin strukturell sehr viel verändert. Diese neue Kittio-Welle im Grunde genommen zu der Zeit, die war schon auch seltsam für viele etabliertere Leute hier und so. Also weil da wurde natürlich irgendwie, es gab natürlich wahnsinnig viel Geld von Label-Seite, das, was da reingepumpt worden ist und so. Und das hat natürlich irgendwie so eine neue Form, also so was Neues eingeleitet in Berlin, so ein Amerikanismus, den gab es vorher in der Form nicht so wirklich. Also im Moment passiert ja sehr viel im Elektronikbereich und MCs. Also so, das finde ich total super zu sehen und auch irgendwie mit diesem ganzen Trap-Kram und diese Mischung mit Post-Dubstep und Bass und so. Ich finde, das gibt einem so richtig Hoffnung. Für die habe ich auf jeden Fall auch sehr viel gemacht, für die Dirty Six Crew. Ja. Da kommt auch ein neues Album von Iltil 2014. Unter dem Namen Candy Hank habe ich sehr viel gemacht. Im Grunde genommen habe ich sehr viel Sachen für Film, Theater und andere Sachen gemacht. Und jetzt wie auch letztes Jahr gab es diese Sache da im Schwarzwald, in Freiburg. Das war Elementarteilchen. Das war dann quasi mein Wohnzimmer und ich war irgendwie so in gewisser Weise Michael Houellebecq, der denn dort eigentlich eher beobachtet hat und die Leute so ein bisschen dirigiert hat mit der Musik und so. Also lief es im Grunde finanziell auch ganz, ganz gut. Bis zu dem Moment, wo du die immer Tappe... Man weiß es nie. Ach ja, ich weife wieder ab. Das ist alles ein großer Exkurs. Paradiesischen Zustände, die es mal gegeben hatte, irgendwie, die konnte man dann einfach auch nicht in der Form konservieren oder so. Also wenn man das sich jetzt europaweit anguckt. Und was treibt sich dabei voran? Das ist die Sache an sich und da bin ich wirklich sehr froh drüber. Ja. Das ist für mich doch irgendwie mein Lebenselixier.